Hi Leute, ich grüße euch. Und heute in diesem Video möchte ich euch darüber etwas erzählen, worum es hier geht in der Trommelschule. Und zwar, wir haben hier zum einen haben wir es mit Technik zu tun. Ich sag mal, wir nennen es mal zwischen zwei grobe Richtungen, ja. Und das eine ist die Technik, also wie bediene ich die Trommel, Rhythmen lernen, Zusammenspiel, Solospiel, Schlagtechniken, verschiedene Sounds bei den Trommeln. Und der andere Bereich ist das Spielen. Also, wie drücke ich mich aus? Was brauche ich dazu, um mich auszudrücken? Weil es ist so, ein Künstler empfängt und bringt es jetzt in unserem Fall durch die Hände heraus, ja. Und darüber kann man einiges lernen, so wie kann ich es am besten rausbringen? Also vor allem, wie kommt es frei raus? Wie kommt es auch ohne, also mit nur so wenig wie möglich Filter heraus, ja. Der Künstler empfängt und bringt etwas heraus, ja. Das, was er empfängt, ja. Und das ist das, was du lernst, was ihr hier lernt, ja, was ich euch zeigen kann. Und das ist natürlich eine komplexe Angelegenheit, weil es gehört dazu, für Rhythmus braucht es Charakter. Es braucht also einen Menschen, der einen Charakter hat oder zumindest willens ist, einen Charakter zu entwickeln. Ja, es braucht gewisse Charaktereigenschaften wie Zuverlässigkeit, Selbstvertrauen und brauchst Prinzipien. Du musst irgendwie was darüber verstehen. Ja. Es geht hier um Musik. Ja. Musik. Musik, was ich darunter verstehe, was sie im Ursprünglichen ist oder was sie jetzt ist. Ja. Musik ist eine Inspiration meinetwegen von deiner Seele oder vom Göttlichen, von der Göttin oder von Gott oder eine Inspiration von einem unsichtbaren Freund, ja, oder Begleiter oder vielleicht auch von einem Engel. Oder von einer anderen Welt, man transportiert eine Information aus einer anderen Welt hierher. Ja. Und das kann man mit Musik sehr gut tun. Informationen transportieren. Sicherlich tun das irgendwie alle Künstler etwas transportieren. Aber in diesem Fall, wir sind jetzt hier beim Trommeln und ich bin Trommler, geht es um Musik. Ja. Und für mich bedeutet Musik sehr viel. Es ist für mich mehr als auf die Trommel zu schlagen. Ja, es ist für mich mehr als reine Unterhaltung. Wesentlich mehr. Ich möchte damit berühren und inspirieren mit meiner Musik. Und die Trommler und die Trommlerinnen, die in unsere Trommelschule kommen, kommen genau deswegen. Ja. Die wollen nichts auswendig lernen, die wollen auch nichts nachspielen, habe ich gemerkt. Unsere Trommelschule gibt es jetzt seit 19 Jahren und die Leute, die herkommen, wollen eine tiefe Berührung. Ja? Die wollen tiefe Freude erleben. Ja? Und dabei hilft eben beides. Das eine ist die Technik, wie bediene ich die Trommel? Rhythmen lernen. Ja? Und das andere, dich ausdrücken zu lernen. Darum geht's. Ja? Und das ist natürlich nicht Statik, ja. Also Rhythmen lernen, die lernst du hier nur, um deine eigenen Rhythmen spielen zu lernen. Hier geht es nicht darum, Rhythmen auswendig zu lernen, ja. Überhaupt nicht. Diese Rhythmen, die ich dir alle zeige, dienen nur dafür, dass du eine Idee bekommst für deine Rhythmen oder eine Anregung dafür, ja. Und dich traust, einfach deine Rhythmen zu entdecken, ja. Und darum geht's. Ja. So, das wollte ich gerne mit euch besprechen kurz, ja, worum es hier geht. Ich sage das in meinen Kursen so oft, ja, und ich dachte mir einfach, ich mache mal ein Video, um das euch allen, auch die noch nicht hier waren, zu sagen, um einfach eine Anregung zu bringen, worum es hier geht, ja. Also, in diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderbaren Tag. Schön, dass du zugehört hast und vielleicht konnte ich dich inspirieren dazu, mal herzukommen oder weiterzukommen und mit mir zu trommeln, ja. Du findest alle Infos zu unseren Trommelkursen und Workshops findest du auf unserer Webseite. Die habe ich auch in die Beschreibung unten mit reingetan. Ich kann es auch nochmal sagen, das ist www.trommelschule.de.
trommel-kurse.de. Ja, und wir haben hier Trommelkurse, wöchentliche Kurse, und wir haben hier Intensivtrainings, wir haben Workshops, Intensivworkshops, die einen Tag oder ein Wochenende gehen. Wir machen viel mit Firmen, machen viel Teambuildings und so weiter. Also, ja, also, somit ist alles gesagt. Vorerst dazu, zu diesem Thema, worum es hier geht. Mach's gut. Ahoi.